uns mal Continue drücken. Ja, continue. Und hallo, lieber Chat, hallo, lieber Well und hallo, liebe Zuschauer. Hallöchen. Hier zu einem Neustart der Fantasy Mod. Ja. Das war jetzt ein freiwilliger Neustart, weil wir haben auf der Stelle getreten. Wir konnten nichts mehr machen. Wir waren handlungsunfähig. Richtig. Und ich habe mit Standbild gerade. Au. Oh. Du, ich glaube, ich habe das schöne Waldbiom. Allerdings hier, ist hier auch Schnee, wo ich bin. Ich habe hier auch Schnee, ja. Befreunde dich doch mal mit mir. Ja. Sei mal so lieb. Du bist weg, 600 Meter entfernt. Wo bist da du hinten denn? Sein? Mhm. Ach da, ja, können wir laufen noch aufeinander zu. Bei mir ist eine Straße. Okay, bei mir auch. Ja, warum haben wir neu gestartet? Weil es total verkorkst war. Wir kamen auf keinen grünen Zweig mehr und haben so nur auf die Mütze bekommen. Und da war jetzt die Idee, komm, lass uns einfach neu starten. Ja. Wir machen nochmal von vorne. Wir haben keine Pfeile gehabt, kein... Oh, pass auf, wollen wir uns bei dem Händler da treffen? Was für ein Händler? Zwischen uns ist ein Händler. Obwohl, nee, pass auf, das sind wieder Gegner. Ich mache mir erstmal eine Steinachse und sowas eben, weißt du? Dass ich... Wollen wir uns entgegenlaufen oder was machen wir? Ja, ich laufe in deine Richtung. Ich mache mir jetzt auch tatsächlich erstmal Plantfire. Mach so ein bisschen Aufgabe. Ja, lass uns erstmal einen Rucksack, einen Schlafsack machen eben. Einen Ruckelsack, genau. Bedroll. Das ist am wichtigsten. Und dann können wir uns aufeinander zubewegen, weil ich höre mich hier auch schon wieder was kichern. Ja, nee, wir hatten echt keine Munition mehr. Wir konnten keine Zaubersprüche mehr machen, weil... die hätten wir uns noch herstellen müssen, dafür fehlten uns auch ein bisschen die Ressourcen. Dann hatten wir massiven Kreischer-Spawn, kann ja, man so eine sagen. Eine Schweine nach der anderen. So krass. Das war echt unglücklich. So, meine Bedroll ist fertig. Ich pack die hier meine mal. Meine liegt auch auf dem Boden. Ich pack die hier mal in die Wildnis einfach. Genau. Wo kichert der denn? Ach shit, okay, ich werde schon verfolgt. Dann komme ich mal zu dir. Ich habe schon so einen Zwerg hinter mir. Oh, hier ist ein Blaubeerenfeld. Aber ich glaube, das Biom ist gut. Hier bleiben wir. Ach, hier sind ja auch schon Häuser. Asrak? Ja? Sprich mit mir. Hier wird irgendwas getötet, geklopft. Und hier ist irgendein Vieh. Hier ist eine Ziege. Dass er ein Stein ist. Ich suche jetzt Steine, Kleine, ja. Richtig. Ex. Hast du schon vier Steine gefunden? Ja, ich habe schon vier Steine. Oh, Asrak, hier ist so ein Ding, wo du das allererste Mal, als ich dich in der Mod besucht hat, wo du gewohnt hast. Wollen wir da reinziehen? Weil das ist hübsch. Mit diesen großen Steinen, weißt du? Ach so, ja, können wir bedingt machen. Warum nicht? Natürlich. Ich bin Anfang vielleicht nicht verkehrt. Ich kann mir immer noch mal später verkleiden. Du müsstest jetzt gerade mal sonst zu mir kommen, weil ich stehe da fast ja, ich vor. Bin auf dem Weg. Ich klopfe nur gerade Steine an der Wand mit der Faust. Hm? Hab jetzt schon. Was muss ich denn eigentlich machen? Blendfiber, okay. Also, ihr seht's, der Neustart ist wie gehabt. Kein großes Hexenwerk. Craft. Nee, aber wir haben jetzt auf 90 Minuten angestellt als Kompromiss zwischen, weil beim allerersten Mal, wo wir echt einen schönen Start hatten, wo wir auch viel geschafft hatten, da hatten wir 90 Minuten und dann haben wir uns gedacht, das machen wir doch wieder. Ja. Du bist wo? Ach, da noch. Ah, da vorne muss auch irgendwie ein Shotgun-Store oder irgendwas in deiner Richtung sein. Ich kann es von hier aus nicht sehen, was das für ein Schild hat. Kommst du zu mir dann? Ja, ich bin auf dem Wege. Okay. Von rechts so, jetzt muss ich den ganzen Kram anziehen. Gehört. Ach, das muss ich mir auch noch eben machen. Und das ist ein Hirsche. Ich muss mal eben die restlichen Plantfiber-Sachen sammeln eben. So, jetzt kann ich mir die Sachen auch craften. Shoes. So, genau. Dann ziehe ich den Krams auch gleich mal an. Ein Knife. Will er haben? Ja.
Merkt ihr, wie der direkt zu mir kommt und trotzdem immer noch irgendwelche Sachen zwischendurch craftet? Ja, ja, ja. Mhm. Das merke ich. Das merkst du? Die NPCs da tun ja nichts, ne? Meintest du mal, nee, ne? Die tun eigentlich nichts. Achso, seit man greift sie an, ne? Dann werden sie sauer. Ja. Wie der Zwerg, die tun aber anderen was. Ne? Also die greifen auch mal ganz motiviert alles andere an. Was ja auch mal schick ist. Hinten ist ein Baum gefallen. Ich nehme an, das war Val. Ja, ich war das. Ich muss jetzt erstmal 5 kleine Steine mir besorgen. Nein. Hier soll ich mir der machen. Steinhammer. Der Steinhammer wäre erstmal das Wichtigste. Dass wir den kriegen. 2 Steine brauche ich noch und dann noch ein paar Stickies. Endlich geht's weiter hier. Das hat eben 50 Minuten gedauert, um den Server einmal komplett neu zu machen. Ja, das hat jetzt lang gedauert. Ne? Das hat jetzt so ein bisschen verzögert. Aber Dankeschön an alle, die da geblieben sind. Ja, die sozusagen durchgehalten haben. Aber tatsächlich ist es so, dass es das auch ganz gut ist zu wissen, dass es auch mal dauern darf. Da ist das Spiel nicht kaputt oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach so. Der Lurker King, hallo und grüße dich. Stone Knife. So, was brauche ich noch? Gather Wood. Schön, Werwolf. Ja, ich glaube auch, es war ein Werwolf. Und jetzt können wir den Speer machen. Kleine Steine. Oh, der Speer braucht auch eine Weile, bis der fertig ist. Aber ich bin mir sicher, dass wir jetzt wieder einen brauchbaren Start haben werden. Irgendwie. Meinst du? Du, beim ersten Mal war das auch super. Das war halt jetzt echt ein bisschen Pech. Und dann kam noch Unglück dazu, weißt du? Mhm. Arrowhead. 2 Stück erstmal. Wow! Gerade noch im Augenwinkel gesehen. Was denn? Eine Spinne. Mein erstes Todesurteil, wenn ich Pech habe. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Okay. Okay, die Spinne muss sterben. Ey, warum hat die mich schon erwischt? Ich war noch so weit weg. So schön, hi. Neustadt ist für mich eh das Geilste. Ja, aber weißt du, wenn du gerade mal bis Tag 7 gekommen bist, ist es schon doof. Irgendwie, weißt du, so. Ah, Stonehammer. Und geil, ich habe auch alle Materialien, um mir den zu craften. Ach, wie herrlich. Das ist aber schön. Ach was. Okay. Moment, was ist das? Das ist der... Das ist die Axt, das ist der Hammer. Okay. So ein Hammer, ey. Okay, nächste Aufgabe wäre, Campfire aufzustellen. Ich besorge jetzt erstmal ein paar Steine, dass wir mal welche haben. Das Campfire wollen wir dann... wollen wir uns da schon mal in den Felsen da kloppen? Aswak? Was Hallo. Genau meinst du da? Na, da, wo Was wir genau vielleicht meinst wohnen. Du damit? Ja, da, wo wir vielleicht wohnen wollen hier. Der Felsen hier vor mir. Du bist aber abgehauen in irgendeine andere Richtung. Ja, ja, ich brauche Ressourcen. Nennen wir uns das Ding. Ich glaube, da sind auch feindliche Krieger drin, zwar. Ja, ja, eben. Da, entweder passt er auf oder wart's noch auf mich. Ja, ja, nee, ich warte mal irgendwas auf dich. Ich habe da nur kurz reingelugt. Weil ich habe noch keinen Bogen, ich bin noch dabei. Achso, alles klar. Ja, ohne Bogen ist doof. Ja. Moin zusammen, Mohorst, wieder ein Anfang. Ja, Anlauf bei der Paartherapie. Boah, was? 37 Pfeile kann ich mir dann machen.
Mehr Federn habe ich noch nicht. Wobei mit Speer kann man auch schon mal ganz gut arbeiten am Anfang. Ja, geht. Ich klopfe hier nochmal eben Steine. Lagerfeuer müssen ebenerdig mit einem Raum platziert werden. Was sind das für blöde Schwierigkeitsanforderungen? Na, ihr seid ein Sumpf. Wo sieht denn das für dich nach Sumpf aus? Meinst du, dass es sumpfig ist? Ein Werwolf, das ist tatsächlich ein Hund, ne? Der da rumrennt. Ein Assak, ist es sumpfig? Für dich? Das sieht ein bisschen sumpfig aus, ja. Kommst du? Oder an was arbeitest du jetzt gerade noch? Ich arbeite dran, dass ich Steine habe, sonst habe ich keine Pfeile. Komm zu mir, ich kann dir Steine abgeben, ich habe 52. Aber den Stein. Ach, du hast den Steinhammer noch nicht, okay. Nein. Ja, okay. Erste Voraussetzung. Ja, deshalb, ich habe mir auch erstmal nur zwei Pfeile hergestellt gehabt. Ich bin doch gar nicht beim Pfeile herstellen, ich bin erstmal beim. Ich mache mir jetzt einen Hammer. Ich glaube, die Steinhammer-Quest kriegst du aber erst nachdem du zwei Pfeile und einen Bogen hergestellt hast. Ja, völlig egal. Das ist erstmal unwichtig. Hauptsache, ich kriege jetzt erstmal diesen Hammer. Dieses Schaf nicht an. Das Schaf hat drei Magiekugeln um sich herum. Dieses Schaf wird mich töten. Ja, nichts mit Magiekugeln. Das kannst du mal gleich vergessen. Man, wir können ja auch so ein Haus besetzen hier. Wir können uns auch hier auf diesem ganz normalen POI, das kein Fantasy-POI ist, aufs Dach setzen. Hier ist so eine große Garage. Das können wir auch machen. Wir können da auch aufs Dach gehen. Das ist wahrscheinlich besser als diese offene Geschichte mit den Felsen da, ne? Weil das Problem ist, wir haben Pop and Pilz ist hier auch. Wir brauchen halt Spikes, ne? Stellt's möglich drumrum. Damit wenigstens so die ersten Honks und irgendwelche Cementas gleich da dran umfallen. Das Doofe ist, diese Steinwände, die da vorne sind, die können ja, du merkst ja nicht, wenn die kaputt gehen und plötzlich sind die weg, ne? Das war das Problem, ne? Oder? Ja. Das außerdem haben die eine gewisse Fläche und in der Nähe kannst du dann keine Spikes setzen. Ach, stimmt. Ja, dann lass uns was anderes nehmen. Suchen wir uns gleich einfach ein schönes Haus hier, Asrak. Ja. Noch ein klein bisschen. Wir haben ja Zeit, ist ja erst 10 Uhr. Ja, passt. Und ich fäll noch mal einen Baum hier. So, jetzt will er einen Stonehammer haben. Witzig. Ja, genau. Der kommt direkt nach, du hättest nur zwei Pfeile gebraucht. Also zwei Steine. Ja, aber das kostet mich ja wieder gebraucht. Steine, ne? Und, zwei Steine hätte ich das gekostet, mehr nicht. Ja. Ich sammle nochmal neue Plant Fibers für eine weitere Bedroll einnehmen. Damit ich mir dann da, wo wir einziehen wollen. Und dann können wir gleich mal ganz in Ruhe ein schönes Haus suchen, ne? Ja. Und möglichst eigentlich auch eins aus Stein, würde ich sagen, und eins, was uns ein bisschen Platz bietet. Oder wir bleiben hier oben wirklich auf dem Dach da. Ach, dann müssen wir erstmal hochkommen, ne? Wie kommen wir denn da hoch? Mit Heu, ne? Könnte man. Mach mal aus Plant Fibers, oder? Ja. So, drei Schweine töten. Nee, das Campfire habe ich noch nicht gesetzt. Das wollte ich mir aufsparen, bis wir es irgendwo sinnvoll setzen können, das Campfire. Ja, verstehe. Danach kommen nach dem Campfire kommen die drei Schweine, oder wie? Mhm. Ah, okay. Kommst du mal in meine Richtung? Weil, wie gesagt, hier ist eine... Ja, wir können auf der Tankstelle wohnen, wenn du Bock hast. Ja, oder auf dem Poppin' Pilz könnten wir wohnen. Geht beides. Wo bist du denn? Finde gleich zu dir. Du bist ja ganz woanders mittlerweile. Wo rennst du denn? Nee, du hast dich einfach nur weiter bewegt. Ah, da. Also entweder hier auf der Tankstelle oder davon auf dem Poppin' Pilz. Ja, oder wir können auch so ein Haus beziehen. Hier, pass mal auf, was ist mit dem da?
Aber es ist zu groß, ne, oder? Dieses hier? Mit den Lampen dran. Ich weiß aber nicht, ob das unpraktisch ist. Da war ich noch gar nicht drin. Ich auch nicht. So ein Bücherladen. Du kommst hier gar nicht rein, vorne. Du kommst hier vorne gar nicht rein. Oh, oha, ne, orange Fire Axe. War drin. Und hier, pass auf, Asrak. Bleib mal hier. Ich habe zweimal dasselbe Item gefunden. Hier, kommt Partnerlook. Es sieht doof aus, aber Partnerlook. Dann kriegst du das hier. Ah. So, super. Jetzt sollten wir uns für irgendwas entscheiden, weil ich bin langsam völlig überladen. Das Interview ist leider ausgefallen, weil die kompletten Internetausfall hatten in Irland. Fuffel, moin. Darkstardagon. Thought you guys weren't starting again. That was our thought as well, but it was a dead end for us. Darkstardagon ist gerade da. Mm. Einer der, ne? Greetings. Genau. Was a dead end. No ammunition and no spells, no resources. Way too much spawns, bad weather. Poppenpilz, auf jetzt. Komm. Not very funny. Da hoch, ja? Ja, Poppenpilz. Der hat auch hin eine Leiter sogar, glaube ich, ne? Ja, da bin ich gerade. Okay, alles volle Imps. Oh, haben die wieder mal eine Reichweite. Ja, die haben eine komische Reichweite, ne? Ich helfe dir mal. Ey, die haben keine Arme, ne? Aber dahin sind noch zwei. Komm, schnappen wir uns den linken zuerst. So, ich mache hier erstmal einen Landclaim-Block. Und ja. Dann mache ich jetzt erstmal eine Box. Ich mache noch eine neue Bedroll mir hier erst, Craft. Dann die lege ich hier drauf. Kann ich vergessen. Ich habe Holz sonst ein bisschen. Smallbox. Mach dir erstmal eine Bedroll, sonst viel hier oben drauf, oder? Okay. Vielleicht. Da drüben war doch so ein Rucksack, habe ich gesehen, ne? Ist der noch ganz? Ja. Den, ja. Die Duffelback, da packe ich jetzt erstmal Krempel rein. Achso, okay. Mhm. Ja, den habe ich nicht kaputt gemacht. Dann, Nee, das sage ich auch nicht. Nur dann kann man den schon mal nutzen. Das stimmt. Warte mal, wie heißt denn Box, heißt das? Oder Small Box kann ich herstellen? Small Box, ja. Ich mache mal zwei Small Boxen. Ah, okay. Packen wir die hier an die Wand. Da neben der Tasche, ja. Ja, nee, packen wir die hier an die Wand, ja, ne? Mhm. Und hier kann man auch Campfire gut aufstellen, vielleicht. So, Small Box. Hast du geöffnet für alle? Nein, bin ich gerade bei. Perfekt. Jetzt sind sie auf. Okay, ich müll mich mal rein. Ja, mach das. Kann ich ja die Rechte nehmen und mich da erstmal reinmüllen. Oh nee, die Steine behalte ich aber. Das können wir scrappen. Und dann fange ich aber in der ersten Nacht schon mal an zu sortieren. Da kannst du immer Gift draufnehmen. Ja. So, 37 Pfeile. Kohl, doch, gehen wir erstmal runter und klären mal ein bisschen. Ne? Ja, machen wir. Die Leiter weghauen, ne? Dann erstmal unten. Ja, erstmal unten clearen. Ja, gut. Hey, Darkstardagon, thank you for the follow. Ach, Fuffel, Mensch! Das habe ich nicht mitbekommen. Warum eigentlich? Warum? Kurz Lautstärke überprüfen. Da lag's an mir. Vielen lieben Dank für die 23 Monate, Fuffel. Ach, verdammt! Das ist wieder so ein. Ich hab so ein riesiges 10-Euro-Abo bekommen von Fuffel. Dankeschön. Echt? Krass, ja. Ich befürchte, dass er das seit 23 Monaten macht. Ich weiß es nicht.
So, ich brauche Steine. Ich dachte, wir wollten die ja, machen wir auch gleich, aber ich brauche ein paar Pfeile, deswegen. So, 68 habe ich. Rezept. Haben wir auch direkt 68. Okay, ich mache mal die linke Tür auf. Hatte ich eben Chat geschrieben, aber. Ja, ich habe nicht reagiert. Ja, Tjörgim, hallo. Ich komme. Das ist ein normaler Hund. Ja. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, deshalb können wir ihn auch essen, aber. Ja, warte erstmal mal, bevor wir den angreifen. Solange der friedlich ist und bleibt, soll das alles gut sein. Machst du mit hier bei der Tür? Das dauert sonst ewig, Asrak. Ja, Chefe. Ah, das ist falsch. Oh, Entschuldigung, das war ich. Aua. Ja. Nicht, bleib einfach an der Stelle, nicht wegbewegen. Du musst früher kommen. Warte. Danke, Rico. Autsch. Ah, hier kommen sie. Hinter dir. Okay, kommt noch mehr? Ja, ja. Hier ist auch noch einer. Ups. Hier ist er. Was mit deiner Rumrennerei? Ja. Ja, der Gang ist schwierig, ne? Ja. Da ist ja noch einer. Zwei, die fallen ja aus den Regalen, du. Autsch. Krieg ich aber ganz schön auf die Mütze hier von denen. Ja. Ich will hier rein. Wir gehen ja nämlich auf den Sack da. Ist ja schrecklich, das Geräusch, ey. Wo sind die denn jetzt ausgegraben? Ach, kennst du mein Loot-Glück? Ah, die Chemiestation ist leider zerstört. Ja, wie immer. Ja, nehmen wir die Kiste eben auseinander, ne, oder? Warte, hier ist noch was. Ja. Lass uns erst clearen. Ja, okay. Ich warte eben, bis du die Tür auf hast. Du kannst mit deiner Axt da viel besser aufmachen. Okay, ist offen. Okay, das war's. Ja, kannst du hier innen drin irgendwo dein Landclaim-Block irgendwo in der Mitte setzen? Ja, wegen der Leiche kommst du nicht rein. Nein, erstmal können wir nur einen Landclaim-Block setzen. Zweitens ist, habe ich den nicht mehr in der Hand. Okay. Wozu? Weil du kannst nur einen in diesem Spiel benutzen. Das haben die Pimps ja irgendwie da vermasselt. Also auch im Team. Ausgefallen, ja, Maschine, ja. Leider. Wenigstens haben wir ja Antidot. Ah, wir sollen ganz vorsichtig sein, dass wir den Hund nicht aus Versehens treffen. Okay. Ja, denke ich mir. Der wird Akku gehen danach. Ja, ja. Thank you for that. Ich habe einen Beaker gefunden. Ein Beaker? Thanks Gott. Ja, geil. Ach, danke schön, Fuffel. Das hast du jetzt erst? Ja, schade. Wir hoffen, dass wir noch einen Termin nachholen können bei Maschine. Weil dafür kann keiner was. Also weder Maschine noch wir. Nee. Es wäre natürlich, wär halt schön, es wäre natürlich gut gewesen, das vor dem Event zu haben. Ja. Aber gut, es ist, wie es ist. Weil also uns persönlich war halt wichtiger, dass wir die Möglichkeit haben, da nochmal ein bisschen auf Werbung für das Event zu machen. Kannst du noch mehr Kisten erstellen? Bestimmt. Weil ich bin so dermaßen voll.
Ja, wir wohnen ja direkt darüber. Also deine Sachen. Ja. Also hier drin wollte ich jetzt ja keine Kiste aufbauen. Nee, hier drin. Das meintest du auch nicht. Nee, okay. Nee. Aber gleich eine Apotheke zum Start ist doch mal nett. Gibt schlechtere Starts durchaus. Ich bin dafür, dass wir uns um diese Ziege kümmern. Erst wenn ich... Sleep Cap, hi. Oder Mahlzeit. Warum baust du die jetzt ab? Achso, okay. Ich habe nicht gesehen, auf was du da haust, aber... Sleep Cap, Mike, moin. Guck mal, der hat es vernünftig gemacht. Der hat ausgeschlafen. Sleep Cap Mike. Mhm. Ah, guck mal, hier ist noch was drin in dem Pilz. Die ist gelootet. Da war Asrax über die Krake. Okay. Was? Welche Krake? Gar nicht, was du meinst. Haben wir das Gebäude ja genau unter uns aufgeteilt, ne? Hm. So, ich gehe mal eben nach oben. Es gibt mehr als ein LCB. Müsste wie die Server-Config. Was ist denn ein LCB? Wir haben einen Krieger unten an der Leiter. Mehr als einen. Kommt eventuell jetzt auch hoch, weil er mich gesehen hat. Ich mache nochmal zwei Boxen. Ja, mhm. Der Krieger kommt. Schieß eben mit drauf. Geh in Nahkampf. Danke. Ich bin immer noch voll. Ja, aber den muss dieselbe Person setzen, den Landclimb-Block. Asrak, du kannst den zweiten Landclimb-Block hier wohl setzen. Ich habe auch einen Beaker gefunden. Ah, sehr gut. Ich stelle mal zwei Boxen auf, ne? Die stelle ich dann mal auf die. Einfach gnadenlos erstmal rein. Die stelle ich dann auf die rechte Seite mal die beiden Boxen. So, ich mache die mal eben auf. Ja. Das können wir heute Abend mal sortieren, wenn Nacht ist, wenn wir nichts zu tun haben. Im Moment mülle ich mich einfach erstmal gnadenlos rein. Ja, ich wollte schon ein bisschen nach Lebensmitteln schon mal sortieren. Ja, das kannst du machen. Haben wir jetzt das Ding unten komplett gelootet oder nur ein bisschen? Nee, ist gelootet, wenn du mich fragst. 10 Painkillers haben wir jetzt. Das ist echt gut. So, wo ist denn das Schaf gewesen? Ich habe es doch noch die ganze Zeit gehört. Kannst du es von oben sehen? Kann ich gerade nicht gucken, weil ich gerade auch mein Inventar erstmal leer machen will. Du? Ja. Wir haben 3 Splinte, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist super. So, alles an Lebensmitteln ist da jetzt drin. Gletscher. Also die zweite Kiste sind Lebensmittel. Wollte ich nur so sagen. Also da packe ich alles rein, was irgendwie heilt und sowas, ne? Ja, ja, ja. Gut, mache ich das. Ja, okay, passt gar nicht alles rein. Dann machen wir die beiden linken Kisten, werden dann Lebensmittel werden. Dann, hier einen Kochtopf, den können wir noch kriegen. Oh ja, nimm den mit. Pass auf, ich mache in die erste Kiste mache ich Getränke und Tränke und sowas rein. Und in die zweite mache ich dann, weil das reicht jetzt schon nicht. Die Kisten sind halt relativ klein, weißt du? Was machen die da draußen? Fräsen die den Rasen? Das klingt ganz schlimm, klingt das. Okay, ich habe so einen Krieger. Ich glaube, die schreddern da irgendwas. Die wieder verloren. Doof. Da. Ah, da kann man doch reingreifen, da war doch sowas, ne? Einfach mal beherzt reingreifen. Hab 10 Wolle. Soll ich das Schaf trotzdem töten? Nee, vielleicht wächst die nach. Die Wolle, ja, okay. Ich weiß nicht, vielleicht.
ist schwer zu sagen gerade. Das Ei muss. Also, ich habe mal ins Schaf reingegriffen und ein bisschen Wolle rausgerissen. Kannst du sagen? Ja, das kannst du ja machen. Hm? Dafür ist ein Schaf ja auch. Dafür ist ein Schaf gut, einfach mal reingreifen. Schornes Schaf. Da finde ich geil, wie heißt noch dieses dicke Schaf bei Schornes Schaf, wo alles drin ist? Pizza, Werkzeuge, findest du alles drin? Das ist geil. Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Oh! Shirley ist es. Oh, Darkstar arbeitet jetzt mit Google Translate. Wenn du irgendwelche Fragen zum Mod hast, werde ich mein Bestes geben, um sie zu beantworten, wenn ich hier bin. Wow, that's a quite good translation. A much better page than translate at Google is deeple.com. Deeple.com. That's a very good translation site. But the sentence was very fine here. Great, thank you. Also Darkstar sagt, wenn wir irgendwelche Fragen zum Mod haben, wird er sein Bestes tun, um uns die zu beantworten. Perfekt. Da, aber am besten Deutsch, ne? Also per Google Translate, aber das war mal ein richtig guter Satz. Also so ja. Gut kriegt Google Translate das uns nicht hin. Ich bin gerade recht begeistert. Ja, das ist doch schön. Stoff packe ich auch mal in die Getränkekiste. Zusammen ich bringe uns viel Mais mit. Ich habe nämlich gerade ein Maisfeld, was wir abräumen. Ja, ich bin ja auch gleich durch. Den Landclaim-Block packe ich in die ganz rechte Kiste. Den kannst du hier höchstens mal versuchen zu setzen nochmal. Aha. Und ich komme mit 11 Hasen. Wie 11 Hasen? Hast du die im Schlepptau? Ich habe 11 Hasen. Im Schlepptau dabei oder was? Achso. Hast du die etwa getötet? Ihn. Können wir immer noch schlachten? Ich meine, was? Nein, leben die Hasen oder wie? Die fressen uns die Haare auf den Kopf. Die machen wir kurz und klein, dann sind die weg. Unsere Klassenrolle müssten wir gleich mal eben erst. Ich weiß. Und weißt du was, ich gucke jetzt doch mal erstmal, dass ich uns die Leiter unten kaputt mache, ne? Aha, okay. Dann brauchen wir Heuballen. Dann brauchen wir aber Heuballen, sonst kommen wir nicht bleiben. Hoch. Wir haben Krieger vor der Tür immer noch, ne? Ich sammle mal eben ein bisschen Rasen auf, dass ich uns Heuballen machen kann, damit wir eine Chance haben, überhaupt hochzukommen. Boah. Du, wir sind bei 32 Minuten. Dann sollten wir vielleicht für die erste Folge auf Wiedersehen sagen. Genau, willst du dich mal kurz in eine ruhige Ecke begeben und dir dann die Zeit notieren oder sowas? Gleich. Ich muss hier erstmal Korn aufsammeln, ich kann gar nicht anders. Ja, dann mach das Korn erstmal fertig, dann wird's doch... Genau, ich mach das Korn fix und fertig. Nee, aber ne, du musst ja die Zeit notieren und das ist dann ja vielleicht ganz gut, wenn du auch die Chance hast dazu. Ja, ja. Keiner tötet die Hasen. Er hat die so mitgenommen. Die Hasen folgen ihm freiwillig. Ja, die haben sie befreit. Und dann machen wir den Hasen das nachher schön warm. Nicht, Asrak? Ja, machen wir bestimmt. Okay. So. Ich würde sagen, bis hierhin, ihr Lieben. Okay, alles klar. Gut, dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.